Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ich euch heute Abend wieder begrüßen darf, dass ihr wieder dabei seid. Und wir nehmen uns vor, wieder ein Thema durchzugehen heute. Wir werden heute so diesen Rahmen über das ganze Thema des Wesen Gottes, der Gottheit Jesu und heute noch einmal einen wichtigen Teil über die Frage nach dem Heiligen Geist etwas zum Abschluss bringen. Und habe ich mir vorgenommen, eben ganz konkret über diese Frage zu sprechen, der Heilige Geist, Person oder Kraft. Das ist eine Frage, die eigentlich immer wieder diskutiert wird und in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder diskutiert worden ist. Es ist eine für die meisten Christen immer sehr strittige und vielfach ungeklärt gebliebene Frage. Auch innerhalb unserer eigenen Reihen gibt es viele, die einfach die Vorstellung von einem Heiligen Geist als eine Person sehr schwer nachvollziehen können. Und manche meinen ja, wenn man wirklich an eine dritte Person der Gottheit glauben würde, einen Heiligen Geist als Person, das wäre eine teuflische Lehre, sogar so weit geht man. Ich habe in der letzten Zeit einige Gespräche in dieser Richtung wieder geführt und ich habe gemerkt, das ist nach wie vor für viele ein sehr strittiges Thema und es wäre es für in den Augen mancher das Schlimmste, was man glauben könnte, dass man Jesus als ewige Gottheit sieht neben seinem Vater und den nicht nur einfach als Sohn Gottes sieht, wie wir es gesehen haben. Und schlimmer ist es für viele noch, wenn man glaubt, dass der Heilige Geist eine Person sei. Und es ist zwar so, dass es ein Thema ist, das natürlich nicht einfach zu behandeln ist, aber doch mit sehr viel Emotionen oft ausgetragen wird. Man müsste sich eigentlich fragen, wie kommt es eigentlich dazu, wenn gerade der Heilige Geist uns von Jesus als der beschrieben wird, den er uns senden wollte und den er uns gesendet hat, der uns letztendlich in alle Wahrheit leiten sollte. Wie ist es möglich, dass gerade der Heilige Geist, der zuständig dafür ist, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass uns gerade die Wahrheit über sein eigenes Wesen so schwer vermitteln kann, dass es ihm nicht gelungen ist, Menschen von seinem eigenen Wesen als Person zu überzeugen, als dritte Person in dieser göttlichen Einigkeit. Und dass es selbst für gläubige Menschen so schwer ist, das manchmal zu begreifen. Frage wird sich stellen, können wir aus der Bibel wirklich eine rechte Antwort finden? Und wir werden uns heute in diesem Thema ganz speziell auf diese eine Frage konzentrieren. Ist der Heilige Geist wirklich eine Person oder ist er nur eine Kraft oder ein Gedanke, der von Gott ausgeht, eine Weisheit, die von Gott ausgeht oder eben nicht? Ich darf euch einladen, dass wir auch wieder mit einem Gebet beginnen und dass wir Gott bitten, zu uns zu kommen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder Danke sagen für diese Zeit, die du uns schenkst, für die Möglichkeit, dass wir dein Wort über diesen Weg miteinander studieren dürfen. Und du weißt um unser Thema heute, ein ganz wichtiges, dass wir uns Klarheit verschaffen wollen, wie wir auch die Weisheit über den Heiligen Geist und das Wesen des Heiligen Geistes verstehen können. Heiliger Geist, du mögest uns auch an diesem Abend in besonderer Weise leiten. Mach uns diese Wahrheit ganz besonders bewusst über dein eigenes Wesen, wie wir dich wirklich verstehen sollen, damit wir auch die richtige Gemeinschaft mit dir haben können und auch von deiner Weisheit und von deiner Kraft in unserem Leben recht profitieren können für unsere Praxis. Leite uns in unseren Gedanken und segne unser Beisammensein und gib, dass wir das, was wir aufnehmen, auch in die Praxis umsetzen können und anderen so weitergeben können, dass sie es auch verstehen können, wenn sie damit ein Problem haben. Wir preisen dich und loben dich auch dafür in Jesu Namen. Amen.
Gut, also wir werden uns eben mit dieser Frage jetzt beschäftigen, was die Bibel ganz konkret über das Wesen und die Personhaftigkeit oder Nicht-Personhaftigkeit des Geistes sagt. Grundsätzlich einmal einführend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es uns auch bei diesem Thema klar sein muss, dass die Frage des Heiligen Geistes schon eine strittige Frage auch im Judentum gewesen ist und gewesen sein musste. Es ist ganz klar, dass im Judentum auch schon zur Zeit Jesu es so gewesen sein musste, dass der Heilige Geist nicht als Person verstanden werden konnte bei den Juden, weil es für sie ja nur eine Person der Gottheit gibt und das ist der Vater und sonst niemand. Weder der Sohn eine Person der Gottheit oder der Heilige Geist dann ebenfalls auch nicht. Das heißt, es sollte uns klar sein, dass wenn auch heute jemand von Christen nicht an die Person des Heiligen Geistes glaubt, sondern den Heiligen Geist nur als etwas sieht, das eben den Geist Gottes meint, der Gedanke, die Weisheit, die von Gott ausgeht, dann ist er damit natürlich auch in guter Gemeinschaft mit den Juden zur Zeit Jesu, die auch diese Frage des Heiligen Geistes ganz sicher nicht so gesehen haben, wie es die Apostel damals gesehen haben und wie es die Propheten damals gesehen haben und wie es auch Jesus letztendlich vermittelt hat. Und das wollen wir uns heute besonders anschauen. Und ich möchte gleich auf einen Text hinweisen, der diesen Konflikt im Judentum über den Heiligen Geist ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Ich habe das letzte Mal andeutungsweise schon darauf hingewiesen, dass es unter den Pharisäern und Schriftgelehrten ein Problem gab, dass die einen an den Geist glaubten und die anderen eben nicht. Was ist aber damit gemeint? Schlagen wir den Text auf in Apostelgeschichte 23, Vers 8. Apostelgeschichte 23, Vers 8. Und da lesen wir zum Beispiel, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch einen Engel, noch einen Geist. Die Pharisäer aber lehren das alles. Das wird hier im Zusammenhang mit einer Geschichte geschildert, wo der Paulus wieder mal vor dem Hohen Rat stand und eine Predigt hielt und eine Verteidigungsrede hielt. Und er wusste, dass in dem Hohen Rat sowohl Pharisäer und auch Sadduzäer drinnen sind. Und er wusste auch, bei welchen Themen die selber nicht einig sind. Und da hat er auch diese Themen angesprochen. Ein Thema war die Auferstehung und auch darüber haben sie natürlich immer sofort reagiert und da kamen die Sadduzäer und die Schriftgelehrten und die Pharisäer immer gleich in einen Streit. Also von den Sadduzäern heißt es hier, dass sie nicht geglaubt haben, dass es eine Auferstehung gibt. Natürlich bedeutet das nicht, dass sie überhaupt nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben, sondern die haben immer einfach die Vorstellung gehabt, dass das Leben nach dem Tod nicht in körperlicher Form weitergeht, sondern dass es eine unsterbliche Seele offensichtlich gibt. Und das dürfte die Meinung der Pharisäer damals auch gewesen sein, die sehr von der griechischen Philosophie schon beeinflusst waren und zu solchen Gedanken kommt. Das kann man also in den apokryphen Schriften sehr deutlich finden, dass diese Idee unter den Juden sehr weit verbreitet war und offensichtlich waren es besonders die Sadduzäer, die das so verbreitet und ja, gelehrt haben und geglaubt haben. Gleichzeitig haben sie auch nicht an Engel geglaubt und auch nicht an einen Geist. Das muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein, der hier gemeint ist, sondern dass man hier wahrscheinlich auch zwischen Engeln und Geistern unterschieden hat. Vielleicht hat man üblicherweise Engel als buchstäbliche himmlische Wesen gesehen, Boten Gottes und Geister vielleicht einfach die Vorstellung gehabt, dass Geister etwas Personsloses ist, was Durchsichtiges, nicht? Einfach irgendein Geist, der da irgendwo erscheint. Und das scheinen die Sadduzäer nicht geglaubt zu haben, während die Pharisäer aber das doch geglaubt haben. Was aber auch wieder nicht heißt, dass sie damit geglaubt haben, dass es den Heiligen Geist als Person gibt. Denn das wissen wir, dass das eben nicht der Fall war, denn sonst hätten sie zumindest an eine Gottheit in zwei Personen glauben müssen, was ja nicht der Fall war.
Aber doch an Geister. Sie haben ja auch von bösen Geistern gesprochen, von guten Geistern, nicht? Jesus haben sie auch einmal einen bösen Geist genannt und dass er von einem bösen Geist besessen ist. Also die haben da an sowas schon geglaubt, während die Sadduzäer wahrscheinlich dann das eher in den Bereich der Mythologie gestellt haben und gemeint haben, der Geist, das kann einfach ein Bild sein für das schlechte Denken im Menschen, was bei vielen Juden ja heute so interpretiert wird, dass es eben diesen Teufel und diese bösen Geister gar nicht gibt, sondern eben das nur ein Ausdruck ist für den bösen Geist im Menschen, der Mensch in seinem verkehrten Denken. Jedenfalls haben wir hier einen Hinweis, dass es damals absolut so war, dass die Juden hundertprozentig nicht an eine Person des Heiligen Geistes geglaubt haben, wie sie auch nicht an eine zweite Person der Gottheit geglaubt haben, an Jesus. Also sollten wir schon diesbezüglich als Christen gewarnt sein, dass wir hier uns nicht von diesem jüdischen Denken wieder beeinflussen lassen und etwas glauben, was damals die Juden in ihrem Unglauben abgelehnt haben und aufgrund des Nichtverstehens der Schrift. Denn wir werden im Laufe unseres Themas am Schluss auch noch auf das Alte Testament etwas eingehen und schauen, wo wir dort dem Heiligen Geist begegnen können, als Person oder als Kraft. Natürlich ist es so, dass es viele Stellen in der Bibel gibt, wo einfach Hinweise gegeben sind, wo man die Meinung durchaus haben kann, dass der Heilige Geist nur eine Kraft sei oder eine Energie oder ein Gedanke, die Weisheit, die von Gott ausgeht. Da gibt es natürlich Bilder, die dazu verleiten, den Heiligen Geist nicht als Person zu sehen. Zum Beispiel, wenn der Heilige Geist im Zusammenhang gebracht wird mit dem Wind oder dass das Wort Ruach zum Beispiel auch mit Wind oder Hauch oder Odem übersetzt werden kann, dass viele dann eben meinen, ja, das ist eben nur dieser Hauch, dieser Geist, der von Gott ausgeht. Oder das Bild des Wassers, nicht? Der Heilige Geist, der ausgegossen wird, wie Wasser über einen Menschen gegossen wird. Oder ein Bild des Öls, der Heilige Geist als im Sinnbild des Öles oder im Sinnbild des Lichtes oder das als Kraft beschrieben wird. Oder dann die Taube, die da über Jesus erscheint, ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Und das sind alles Bilder, von denen Menschen dann meinen und auch Christen meinen, dass das nicht unbedingt mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann. Aber wir haben schon das letzte Mal schon darauf hingewiesen, Gott wird ja auch unter verschiedenen Bildern, unter ähnlichen Begriffen dargestellt in der Bibel wie der Heilige Geist. Zum Beispiel die Texte, die wir gelesen haben, dass von Gott als einer Kraft gesprochen wird, dass Jesus zur Rechten der Kraft Gottes sitzt oder dass Gott Licht ist, Gott ist Geist. Das heißt aber alles nicht, dass er deshalb keine Person ist. Oder in den Psalmen wird oft Gott verglichen, Gott ist meine Burg, mein Fels, mein Hort, mein Schild und mein großer Lohn. Das sind alles Bilder, die einfach etwas über die Gottheit, über die Gott bildlich darstellen, aber nicht seine Personhaftigkeit in Frage stellen. Und wenn es bei Gott nicht so ist, beim Vater, warum soll es dann bei dem Heiligen Geist so sein? Oder Jesus, wenn er sich als Licht beschreibt, Licht der Welt, Brot des Lebens, Tür zum Schafstall oder der Weinstock und die Reben, das sind alles Bilder, die man verwendet und mit denen sich Jesus selbst dargestellt hat, also als Person vor ihnen stand, hat er solche Bilder verwendet. Das bedeutet, kann nicht bedeuten, dass er deshalb keine Person war. Oder das Lamm, nicht? Im Gegensatz zur Taube, der Heilige Geist, als Taube dargestellt, Jesus wird als Lamm dargestellt, was er ja nicht wirklich ist. Oder als Löwe. Alles Bilder, die etwas aussagen über die Personhaftigkeit und nicht unbedingt ein Argument sein können, warum man nicht eine Person sein kann, wenn man unter solchen Bildern dargestellt wird. Ein anderes Argument, was gegen Personhaftigkeit gegen eine individuelle Person des Heiligen Geistes spricht. Das ist oft das Argument, dass man zum Beispiel Paulus Briefe zitiert und da kann man überall, wo der Paulus seine Einleitungen in seinen Briefen beschreibt,
Das könnt ihr anfangen, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, in allen seinen Briefen. Ich möchte euch von Thessalonicher weg vielleicht da aufzeigen, einige Texte. Schlagt einmal den zweiten Thessalonicher Brief auf, im Vers 1 und im Vers 2, wo also deutlich davon die Rede ist, von zwei Personen, die Paulus hier erwähnt, und nicht drei. Heißt es hier: Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde zu Thessalonich in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Beide erwähnt er hier. Und könnte man sagen, ja, warum erwähnt er jetzt nicht den Heiligen Geist? Wenn der Heilige Geist als dritte Person tatsächlich existiert, würden jetzt manche sagen, warum erwähnt ihn der Paulus nicht? Dann geht es weiter: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und den Heiligen Geist hat er wieder nicht dabei, merkt ihr? Gnade und Friede, kann Gnade und Friede nur vom Vater und von Jesus Christus kommen, oder kann das auch vom Heiligen Geist kommen? Wenn das vom Heiligen Geist auch kommen kann, warum erwähnt er ihn nicht? Ja? Und wenn er eine Person ist. Immer nur die zwei. Oder gleich im nächsten Text, im 1. Timotheus, gleich eine Seite weiter. Wenn ihr denselben ähnlichen Text habt, wieder sagt er ab Vers 1: Paulus, ein Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christus Jesus, der unsere Hoffnung ist. Wieder Vater und Sohn werden erwähnt. Dem Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und wieder fehlt der Heilige Geist. Und ihr könnt da durchgehen, durch alle seine Briefe, überall, wo er sich eine Einleitung macht, schildert Paulus nur den Vater und den Sohn. Und das kommt in diesen ganzen Texten, auch bei den anderen Aposteln, immer wieder Vater und Sohn vor. Aber der Heilige Geist wird hier in der Grußbotschaft nirgends als dritte Person oder drittes Wesen, dritte Gestalt erwähnt. Und das fällt natürlich auf. Und aus dem Grund schlussfolgern viele, also dass die Apostel offensichtlich nichts gewusst haben von einem Heiligen Geist, den sie da als Person irgendwo beschreiben. Ja, wenn man nur den Paulus und diese ganzen Briefe lesen würde, jetzt hier bis zu dem Punkt, wo ich euch das gezeigt habe, würde man meinen, dass das so sein könnte. Aber es gibt ein Buch im Neuen Testament, wo nicht nur zwei erwähnt werden, von denen Gnade und Friede kommt, sondern drei. Und zwar in Offenbarung Kapitel 1. Das ist eine sehr bemerkenswerte Stelle, die natürlich auch wieder eine Erklärung braucht. Aber schlag nochmal auf Offenbarung 1 von Vers 4 und 5. Und hier haben wir es mit Johannes zu tun, der wie kein anderer die intensivsten und die deutlichsten Einblicke in die himmlische Welt bekommen hat, der in Visionen gesehen hat, was sich dort im Himmel abspielt. Ja? Und wenn einer den Himmel richtig beschreibt, dann muss es Johannes gewesen sein, der hier diese tiefen Einblicke bekommen hat. Und sehr bemerkenswert, Johannes begnügt sich nicht nur, Gnade und Frieden von Vater und von Jesus Christus zu vermitteln, sondern lesen wir im Vers 4, da sagt der Johannes den sieben Gemeinden in der Landschaft Asiens: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Thron, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten. Also hier haben wir drei Personen, drei Gruppen, von denen er jetzt spricht. Der erste, der da ist und der da war und der da kommt, das kann nicht Jesus sein, denn Jesus wird im Vers 5 extra erwähnt, und von Jesus Christus. Also ist der, der da ist und der da war und der da kommt, ein Bild für den Vater. Das haben wir in einem letzteren Studium schon gesehen. Dann Jesus Christus wird extra erwähnt, aber wer ist jetzt da und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Thron? Da könnte man jetzt meinen, ja, hat Johannes hier von sieben Geistern, die vom Thron Gottes, vor dem Thron Gottes stehen, Gnade und Frieden der Gemeinde vermittelt? Wer sind dann diese sieben Geister, die vor dem Thron Gottes stehen? Wenn man das nicht näher untersucht, dann wird man wahrscheinlich da zu spekulieren beginnen und sagen, das könnten dann sieben Engel sein. Denn normalerweise sind ja Geister auch Engel, die als Geister verstanden werden, böse oder gute Geister.
Und wir wissen ja auch von sieben Engeln tatsächlich, die vor dem Thron Gottes stehen. Wenn wir zum Beispiel Offenbarung 8 lesen, Offenbarung 8, Vers 7 im Zusammenhang mit den Posaunen hier, da heißt es, und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott. Und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Also es sind tatsächlich offensichtlich besondere sieben Engel, die da vor Gott stehen, hier in diesem Zusammenhang, um die sieben Posaunen zu empfangen. Das müssen nicht unbedingt immer besondere sieben Engel sein, die da um den Thron Gottes stehen. Johannes sieht sie auch nicht in Offenbarung 4 und 5, wo er da eine deutliche Himmelsvision hatte, sieht er keine speziellen sieben Engel vor dem Thron stehen, sondern da sieht er nur die vier Gestalten, dann die 24 Ältesten und dann die gesamte Engelschar rund um den Thron. Aber von sieben speziellen Engeln, die da vor dem Thron stehen, ist da eigentlich nicht die Rede, sondern das erscheint hier nur, diese sieben Engel erscheinen hier nur, um die Posaunen zu empfangen. Und später in Offenbarung 15 erscheinen wieder sieben Engel, die von Gott die Plagen empfangen, die dann ausgeschüttet werden. Also ein Sinnbild, das wir hier in diesem Sinne so sehen können. Gut. Gehen wir zurück. Wer sind dann die sieben Geister? Die Antwort finden wir in Offenbarung 4, Vers 5. Dort steht, und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Welche sind die sieben Geister Gottes? Das ist hier das, was erwähnt wird. Das heißt, Johannes sieht dort sieben Fackeln, die irgendwo da aufgestellt sind vor dem Thron Gottes. Und er definiert sie mit sieben Geister Gottes. Fackeln und Engeln, also das gibt es nirgends in der Bibel, dass Engel durch Fackeln dargestellt werden, durch Lichtfackeln. Aber es könnte hier ein Bild sein für das, was wir im alttestamentlichen Heiligtum haben, wo es auch einen siebenarmigen Leuchter gegeben hat. Und dieser siebenarmige Leuchter hatte oder war ein Sinnbild, nicht für sieben Engel, die da eine besondere Aufgabe im Heiligtum Gottes hätten, sondern für den Heiligen Geist. Die Siebenzahl hier als ein Sinnbild für die Fülle des Heiligen Geistes. Und dass der Heilige Geist hier praktisch unter dem Bild von sieben Fackeln dargestellt wird. Dass es nicht Engel sein können, das hat auch damit zu tun, dass nirgends in der Bibel uns der Gedanke vermittelt wird, dass von Engeln Gnade und Friede ausgeht, dass sie den Menschen Gnade und Frieden vermitteln. Gnade und Frieden kann von Gott vermittelt werden, von Jesus Christus, also nur von göttlichen Personen. Und wenn Johannes hier Gnade und Frieden eben auch von den sieben Geistern, die da sind, vor seinem Thron vermittelt, dann würde das genau in das Konzept hineinpassen, dass da hier von Vater, von Sohn und vom Heiligen Geist die Rede ist, dass diese sieben Geister ein Sinnbild ist für die Fülle des Heiligen Geistes in dieser Siebenzahl, die wir da zusammenfassend haben können. Also das ist eine Erklärung, die wir hier finden können. Das würde bedeuten, ja, dass der Johannes hier einfach Gnade und Frieden vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist vermittelt. Ist der Johannes jetzt der Einzige, der wirklich Vater, Sohn und Heiligen Geist in einem solchen Zusammenhang vermittelt oder beschreibt? Das, was wir vorhin von Paulus gesehen haben, das betrifft nur die Einleitungsbeispiele in seinen Briefen. Aber zum Beispiel, wir haben einen Brief, der zweite Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 13, am Schluss seines Korintherbriefes, und das ist hier die einzige Stelle, die wir so finden können, hat Paulus nicht nur den Vater und den Sohn erwähnt, sondern auch den Heiligen Geist. 2. Korinther 13, Vers 13, da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also das zeigt, dass der Paulus hier, obwohl der Johannes das erst 70 Jahre später die Offenbarung gehabt hat und durch die Offenbarung hier von Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist Gnade und Frieden vermittelt, ja, hat
offensichtlich Paulus das schon vorher so gemacht, ganz in Übereinstimmung mit dem, was dann Johannes durch seine Visionen bestätigt bekommen hat, dass hier Gnade von Herrn Jesus Christus ausgeht, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes erwähnt wird. Das heißt, hier sind offensichtlich alle drei zusammengefasst, bei Paulus auch, dass hier zeigt, dass er durchaus mit dem Heiligen Geist als einer eigenständigen Person, also, dass er überzeugt war. Wir haben einen anderen Text hier gleich hier auf derselben Seite in 2. Korinther 12. Entschuldige, nicht im 2. Korinther, im 1. Korinther 12, ja, 1. Korinther 12, von Vers 4 bis 6, da erwähnt Paulus auch diese Dreiheit, ja, es sind einige Texte, wo er diese Dreiheit, die Trinität hier erwähnt in diesem Zusammenhang. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allem. Also hier, Gott, der Vater, der Herr Christus und der Geist, der Heilige Geist. Also so kann man nur sprechen, wenn man wirklich von drei Personen spricht, die man hier grundsätzlich meint. Ein weiterer Text wäre auch im Römerbrief, wenn ihr Römer 15 aufschlagt. Vers 30, auch hier begnügt sich Paulus nicht nur mit Vater und Sohn, sondern auch den Heiligen Geist, den er mit einbezieht. Römer 15, Vers 30, ein Text, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus, erste Person, durch die Liebe des Geistes, offensichtlich zweite Person, dass ihr mir helfet, kämpfen mit Gebeten für mich zu Gott. Und da meint er offensichtlich den Vater. Also Paulus spricht hier von der Liebe des Geistes. Ja, das heißt, und wenn man von der Liebe des Geistes spricht, dann ist das für mich ein ganz deutlicher Hinweis, dass es hier sich um eine Person handelt. Denn eine Kraft, ein Gedanke, eine Weisheit, die von Gott ausgeht, die kann uns nicht lieben. Liebe wird in der Bibel immer mit einer Person in Verbindung gebracht. Und wenn man von der Liebe des Geistes spricht, und der Geist ja, ein Teil des göttlichen Wesens ist, also ein Teil des Gedankens oder der Weisheit Gottes ist oder der Weisheit Jesu, dann müsste man sagen, ja, durch die Liebe Gottes oder durch die Liebe Jesu, aber erwähnt durch die Liebe des Geistes. Das ist eindeutig ein Zusammenhang, den man hier auch dazu verwenden kann. Und dieser Dreiklang, der stimmt ja auch ganz völlig mit dem überein, was auch Jesus in seiner Sendung seiner Jünger dargestellt hat, wo er im Zusammenhang mit der Taufe spricht und wo er sagt, geht hin und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das müsste man jetzt so lesen im Kapitel 28, Vers 19 in Matthäus. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Im griechischen Grundtext lässt es sich so übersetzen, taufe sie in den Namen des Vaters hinein. Der Name hier als Sinnbild für das Wesen des Vaters, das Wesen des Sohnes und das Wesen des Heiligen Geistes. Das heißt, seine Allmacht, seine Gegenwart, Allgegenwart, seine Ewigkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, alle diese Wesenszüge Gottes. Wenn der Mensch getauft wird, dann lässt er sich hier, ist er damit einverstanden, dass er hier das Leben, das Wesen Gottes annehmen möchte, dass er sich in dieses Wesen hineintaufen möchte, in dieses Wesen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist ohnehin einfach nur der Gedanke oder die Weisheit Gottes wäre, wäre das sinnlos, so etwas zu formulieren. Also damit hat Jesus auch sehr deutlich diesen Gedanken vermittelt, dass hier von einer Trinität, von einem Dreiklang in dem göttlichen Personhaftigkeit die Rede ist. Und wenn wir bei der Taufe sind, dann ist es auch interessant,
dass wir in der Apostelgeschichte ja des Öfteren den Heiligen Geist dort begegnen. In keinem anderen Buch im Neuen Testament wird so deutlich und so oft vom Heiligen Geist gesprochen, als gerade in der Apostelgeschichte, wo fast jeder Text, den man dort findet, eigentlich zum Ausdruck bringt, wie individuell hier der Geist Gottes beschrieben wird. Er spricht, er sendet und so weiter. Wir werden uns das noch etwas anschauen. Apostelgeschichte 19, da haben wir eine interessante Situation. Da ist eine Geschichte, die darüber erzählt, dass da Leute den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten, weil sie vom Heiligen Geist noch nichts gewusst haben. Da kam Paulus in die Gemeinde zu Korinth, da heißt es hier im Vers 1, Apostelgeschichte 19, 1, es geschah aber, als Apollos zu Korinth war, dass Paulus durchwanderte das obere Land und kam nach Ephesus und fand etliche Jünger, dort also in Ephesus, in einer Gemeinde, die er selber gegründet hat. Und da kam er jetzt irgendwo auf seiner Missionsreise dadurch und da fand er etliche Jünger, also Nachfolger Jesu. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass ein Heiliger Geist ist. Das ist sehr bemerkenswert. Da waren Leute in der Gemeinde, die jünger waren, die offensichtlich in der Gemeinde als Gläubige bekannt waren und die noch nie etwas vom Heiligen Geist gehört haben. Das ist ein Hinweis, dass diese Leute nicht unterrichtet worden sind und das ist möglicherweise schon ein Hinweis, dass da manche Leute auch in der Urchristengemeinde unter diesen Lehrern waren, die mit dem Heiligen Geist nichts anzufangen wussten. Und auch diesen Heiligen Geist nicht als das dargestellt haben, was er eigentlich ist. Und jetzt, was war die Folge davon? Dass diese Leute, weil sie vom Heiligen Geist nichts gehört haben, weil man darüber nicht gepredigt und keine Aufklärung gemacht hat, dass deshalb auch der keine Ahnung gehabt hat, wer dieser Heilige Geist ist und deshalb auch den Heiligen Geist nicht hatte. Was macht jetzt Paulus? Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr dann getauft? Sie sprachen, auf des Johannestaufe. Ja, hat der Johannes nicht auf den Heiligen Geist getauft? Wenn wir die Johannestaufe untersuchen, dann werden wir merken, dass Johannes nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft hat. Er hat nicht einmal im Namen Jesu getauft, denn das gab es damals nicht. Zu dieser Formulierung kam erst Jesus. Jesus hat dann die Jünger gesandt und hat ihnen gesagt, dass sie in diesem Namen taufen sollten. Der Johannes hat nur angekündigt, dass der kommen wird, der die Menschen mit dem Heiligen Geist und ihn mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen wird. Ja, jetzt waren aber der Jünger, die noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft worden sind und auch nicht auf den Namen Jesu. Dann sagt Paulus, als die sagten, dass sie auf das Johannestaufe getauft worden sind, Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte, das ist dann Jesus. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Das ist ein Hinweis, dass also die Taufe, die sie erhalten haben, noch nicht in dieser Form geschehen ist, wie das Jesus eigentlich seinen Jüngern dargestellt hat. Und wenn hier nur erwähnt wird, sie ließen sich taufen auf den Namen Jesu, dann ist das für viele, die nicht an die Personhaftigkeit des Heiligen Geistes glauben, ein Beweis dafür, dass die Urchristengemeinde ja gar nicht diesen Dreiklang in der Taufformel drinnen hatte, wie sie Jesus hatte, weil dieser Dreiklang in der Taufformel eigentlich nur bei Matthäus dort berichtet wird. Und sonst in der Apostelgeschichte ist es tatsächlich immer nur davon die Rede, dass die Leute auf den Namen Jesu getauft wurden. Aber man kann davon ausgehen, dass das, was Jesus dort gesagt hat, dass das auch irgendwo doch in der Taufformel und im Taufverständnis drinnen war. Ja, dass die Leute, die Aposteln, die Menschen gelehrt haben, dass es einen Vater, einen Sohn und einen Heiligen Geist gibt und dass die Taufe in diese drei Personen zu geschehen hat, in den Glauben an diese drei Personen zu geschehen hat. Also auch ein Hinweis, der wert ist, dass man ihn aufnimmt. Vielleicht auch sollten wir uns bewusst sein, dass der Paulus ja der war, der geradezu immer wieder gewarnt hat, dass die Leute sich nicht von einem falschen Geist vereinnahmen lassen oder sich nicht einen falschen Geist einreden lassen.
In 2. Korinther 11, Vers 4, da warnt Paulus, wo er sagt, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, darüber haben wir schon gesprochen, dieser andere Jesus war ein Jesus, der eben nicht als der ewige, mit Gott existierende Sohn Gottes beschrieben wird, sondern eben ein gezeugter oder ein geschaffener Sohn oder überhaupt nur ein Engelwesen, das hier da war, oder ein ganz gewöhnlicher Mensch, wie Jesus war. Solche Lehrer hat es ja damals gegeben. Und Paulus warnt davor, dass sie da vor einem solchen Jesus glauben, und da, oder auch im Vers 4 dann im zweiten Teil, oder ihr einen anderen Geist empfange, den ihr nicht empfangen habt. Offensichtlich hat das auch damit zu tun, dass da Leute nicht richtig in der Frage des Heiligen Geistes unterwiesen worden sind und daher auch nicht dieses richtige Verständnis vom Heiligen Geist hatten. Und Paulus versucht hier auf diese Fehllehren aufmerksam zu machen. Ja? In 1. Korinther, Kapitel 6, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, da spricht der Paulus ein anderes Thema an, wo er zum Ausdruck bringt, wo der Heilige Geist sein kann, ja, wo er wohnen kann, wo er seine Wohnung hat. Das ist ein Thema, das wir da auch mit dem in Verbindung bringen wollen, was Jesus darüber gesagt hat. Hier dieser Text, wo Paulus die Gemeinde erinnert: Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer eigen? Also er betont hier besonders, dass der Mensch daran denken sollte, dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist, der in euch wohnt. Und jetzt sind wir vor der Frage, die da in dem Zusammenhang natürlich immer wieder diskutiert wird, dass man sagt, ja, natürlich, der Heilige Geist wohnt in uns, und nur durch den Heiligen Geist kann auch der Vater und der Sohn in uns wohnen. Denn die Bibel sagt ja ganz klar, und wir werden dann gleich zwei Stellen lesen, da ist ja auch davon die Rede, dass Jesus in uns ist, dass Gott in uns ist. Und wie kann jetzt der Heilige Geist in uns wohnen? Und wie kann der Vater oder wie kann Jesus in uns wohnen? Und da meinen eben viele, Gott und Jesus können nur durch den Heiligen Geist in uns wohnen. So quasi der Personhaftigkeit des Vaters und die Personhaftigkeit Jesu hindern ihn daran, in dieser Richtung, in jeden einzelnen Menschen zu wohnen. Wenn Sie eine Person sind, können Sie nicht gleichzeitig in Milliarden von Menschen wohnen. Das ist eine naive Vorstellung, die viele haben. Und jetzt meint man, dass eben Vater und Sohn nur im Heiligen Geist in uns wohnen kann. Aber was sagt Jesus selber dazu? Und da hatte Jesus gerade zu diesem Thema eigentlich sehr viel und sehr klar gesprochen. Schlagt auf in Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14. Ab Vers 15 lesen wir einen Text, wo Jesus von dem Versprechen des Heiligen Geistes spricht, den er senden wird. Da steht hier: Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich. Also hier ist einmal schon wichtig, dass Jesus hier von einem anderen Tröster spricht, als er selber es war. Er war als Tröster, als Parakletos bei ihnen. Und jetzt spricht er, und Parakletos, wir erinnern uns, das bedeutet als Helfer, als Beistand, als jemand, der einfach den Menschen nahe ist und ihm hilft in seinen Nöten und ihm beisteht. Er, Jesus, war das als Person, und jetzt sagt er: Jetzt schicke ich euch aber einen anderen. Der Vater wird euch einen anderen Tröster geben. Das kann doch nicht nur dann der Gedanke Jesu gewesen sein oder die Weisheit Gottes, die er uns dann senden wird, denn die hat er zu dem Zeitpunkt auch an den Jüngern gewirkt. Die war ja ohnehin der Geist Gottes und der Geist Christi, der war ja ohnehin zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, bei ihnen. Also das musste Jesus nicht sagen: Ich schicke euch dann einen anderen. Das kann sich nur beziehen
auf eine andere Person bezogen haben, die in diesem Sinne nicht in der Form noch bei Ihnen war, wie sie dann nach Pfingsten eben gewesen ist. Ja? Dann geht es weiter im Vers 17, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, der Heilige Geist wird hier als etwas beschrieben, dass Jesus sagt, er wird dann bei euch sein, er wird euch umgeben, er wird mit euch sein, aber auch gleichzeitig wird er in euch sein. Und jetzt, wenn man den Text hier aufhören würde zu lesen, dann könnte man sagen, ja, hier ist von Heiligen Geist die Rede, der in uns ist. Aber wo steht, dass Jesus oder der Vater in uns ist? Wenn wir weiterlesen, dann steht hier im Vers 18, sagt Jesus, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Meint Jesus jetzt damit seine Wiederkunft oder meint er etwas anderes? Wenn er seine Wiederkunft meinen würde, wir werden das aus dem Zusammenhang sehen, dass er das nicht so meint, sondern dass er sein Kommen in einer anderen Form beschreibt und wir würden dann meinen, ja, dann kommt er durch den Heiligen Geist zu uns. Aber das ist es nicht. Er kommt zu uns und er sagt dann weiter im Vers 19, es ist noch um ein kleines, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An demselben Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater und ihr in mir und ich in euch. Da kann Jesus nicht davon gesprochen haben, dass wir das dann sehen werden, wenn wir mal im Himmel sind, sondern offensichtlich war das ein Zusammenhang, der unmittelbar nach seiner Himmelfahrt dann sich abspielen sollte, wo sie ihn dann doch sehen werden und wo sie erkennen werden, dass er in seinem Vater und er in uns und wir in ihm sind. Und dann, vor allen Dingen geht es dann um den Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt achtet, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Da ist hier nicht von der Wiederkunft Jesu die Rede, denn bei der Wiederkunft Jesu kommt Jesus nicht, um bei uns Wohnung zu machen, sondern damit wir zu ihm kommen in seine Wohnungen. Und das muss man klar unterscheiden. Also, was wir hier haben, das ist das, was Jesus hier sagt, zunächst einmal verspricht er den Gläubigen, den Jüngern, dass der Heilige Geist zu ihnen kommen wird und in ihnen sein wird, aber gleichzeitig, wenn sie dann auf die Stimme des Heiligen Geistes hören werden und das tun, was er sagt, die Gebote halten, dann wird auch Jesus zu ihnen kommen und in ihnen kommen und der Vater mit ihm, nicht? Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Also ist sowohl der Vater als auch der Sohn. Und wenn der Vater als Person, der Sohn als Person beschrieben wird, dann kann man nicht sagen, dann ist der Heilige Geist nur die Kraft. Denn mit Vater und Sohn hätten wir die Kraft des Vaters und des Sohnes. Müsste man nicht extra dann so beschreiben. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dass wir das hier so sehen können. Vielleicht noch ein anderer Argumentationsgang, wo man versucht zu unterscheiden, warum man meint, dass der Heilige Geist nicht eine Person sein kann. Da möchte ich jetzt euch auf ein paar Stellen aufmerksam machen, wo wir den Heiligen Geist auf der einen Seite stehen haben und auf der anderen Seite Jesu. Als Person, wo niemand zweifelt, dass Jesus eine Person ist. Und jetzt gehen wir ein paar Texte durch, die zeigen, was von Jesus gesagt wird und was dann ganz gleich auch vom Heiligen Geist gesagt wird. Von Jesus wird gesagt, die Stellen haben wir gelesen, lesen wir es da vielleicht in Kapitel 17, Vers 21, sagt Jesus, auf dass sie alle eins seien, Johannes Kapitel 17, Vers 21, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, du habest mich gesandt. Also von Jesus wird gesagt, er wurde von Gott gesandt. Als Person, nicht? Man kann ja nur eine Person senden. Was lesen wir vom Heiligen Geist? In Johannes Kapitel 14, Vers 26, da lesen wir, dort Jesus sagt hier das ganz das Gleiche vom Heiligen Geist. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird, er spricht hier von dem Heiligen Geist, den der Vater sendet. So wie er seinen Sohn gesandt hat, so sendet er jetzt den Heiligen Geist.
Also ist das ein Grund, dass der Heilige Geist eine Kraft ist? Wie soll man eine Kraft senden? Oder die Frage zum Beispiel in Johannes 16, Vers 26, Johannes Kapitel 16, Vers 26 bis, haben wir ein paar Stellen, da sagt Jesus, oder Entschuldige, lesen wir zuerst die andere Stelle in Johannes Kapitel 15, Vers 26, die Stelle, die man vorhin gelesen habe, noch einfach weiter. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde, also da sagt Jesus den Tröster, den er senden wird, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Also hier wird gesagt, der Geist, der vom Vater ausgeht. Und das ist ein ganz wichtiger Text für viele, die an die Personhaftigkeit des Heiligen Geistes nicht glauben, dass man sagt, ja, das ist der Geist, der von Gott ausgeht, der Geist, der Gedanke, die Weisheit, die von Gott ausgeht, weil das hier so steht. Aber schaut euch die Stellen an, ein Kapitel oder einige Texte weiter, in Kapitel 16, Vers 27, da sagt Jesus, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebet und glaubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Genau die gleiche Aussage. Er ist von Gott ausgegangen. Niemand würde auf die Idee kommen, Jesus sei keine Person, wenn da hier steht, er ist von Gott ausgegangen. Na, was heißt das, nicht? Er ist von Gott gesandt geworden, er ist von Gott gekommen. Oder in Vers 28, ich bin vom Vater ausgegangen, gekommen in diese Welt. Oder dann im Vers 30, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Also das ist selbstverständlich, dass man jemand, der sagt, er ist von Gott ausgegangen, dass man hier das mit der Person Jesu in Verbindung bringt. Warum dann nicht, wenn Jesus sagt, der Vater, der Sohn, der vom Vater ausgeht? Dann ist das die gleiche Formulierung und kann genauso, muss sich wohl genauso auf eine Person beziehen. Von Jesus wird gesagt in Johannes Kapitel 12, Vers 49, denn ich habe nicht von mir selber geredet, also da sagt Jesus, dass er nicht aus sich heraus selber redet. Ich habe nicht von mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und reden soll. Das bedeutet, als Jesus auf Erden war, hat er nichts geredet aus sich selbst heraus, sondern er hat das geredet, was der Vater ihm gegeben hat. Das heißt, in Übereinstimmung mit dem Vater geredet. Aber dasselbe finden wir auch in Johannes 16, Vers 13 vom Heiligen Geist. Da steht Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, habt ihr das genau das Gleiche, er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und wir fragen ja, von wem hört der Heilige Geist? Der Heilige Geist hört also auch jemanden zu und gibt das dann weiter, was er hört. Ja, das ist hier ein Bild, das man offensichtlich in dem Sinn verstehen kann, dass hier der göttliche Rat existiert, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist drinnen ist. Und jetzt bekommt jeder den Auftrag, das, was dort in diesem Rat Gottes besprochen wird, dann den Menschen jeweils zu vermitteln. Einmal übermittelt es der Jesus und dann der Heilige Geist, der Dinge vermittelt, die im göttlichen Rat offensichtlich beschlossen sind. Wenn aber der Heilige Geist nur der Gedanke Gottes wäre, wäre das widersinnig, darüber zu reden. Er wird nicht aus sich selber reden. Denn Gott redet ja aus sich selber. Er redet ja aus seinen Gedanken heraus. Das wäre also absurd, hier so einen Text zu nehmen und dahinter nicht eine Person zu vermuten, die dann so spricht. Oder von Jesus wissen wir, dass er ausgesendet wird. Ne? Der wird gesendet. Auch der Heilige Geist sendet genauso. Lesen wir in Apostelgeschichte 13. Senden kann nur eine Person, eine Persönlichkeit. Johannes Kapitel 13, da ist im Vers 4 die Rede, als sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist. Da wurden Paulus und Silas, nicht, sind hier in einer Gemeinde auserwählt worden.
hinauszugehen in die Mission. Im Vers 2 heißt es, da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus, also nicht Silas, sondern Barnabas und Saulus, ja, zu dem Werk, das ich sie berufen habe. Da fasteten sie, beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und als sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, das heißt, hier ist der eindeutig der Heilige Geist, der hier offensichtlich diese Sendung bewirkt. Also auch ein Text, der sehr deutlich von der Persönlichkeit und der persönlichen Entscheidungsfähigkeit des Heiligen Geistes spricht. Eine wichtige Aussage diesbezüglich haben wir auch in Apostelgeschichte 15, Vers 28, wo es heißt, denn beschlossen haben der Heilige Geist und wir. Da steht nicht, beschlossen haben wir, da haben Christus und wir oder Gott und wir oder der Vater und wir, sondern beschlossen haben der Heilige Geist und wir. Wenn hinter diesem Heiligen Geist nicht eine Person steht, wäre das nicht sinnvoll, so zu formulieren. Also es sind Texte, die sehr deutlich verwendet werden können. Auch der Paulus, schauen wir uns bei Paulus noch einige Texte an. In 1. Korinther Kapitel 12, wo es da um die Geistesgaben geht, haben wir eine sehr interessante Stelle, die von der Individualität und von dieser absoluten Personhaftigkeit Jesu spricht, des Heiligen Geistes spricht. 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will. Das ist auch ein Text, der sehr stark als Argument dienen kann. Hier ist vom Heiligen Geist die Rede, der tut, was er will, ja? Der den Gaben zuteilt, wie er entscheidet. Natürlich immer in Übereinstimmung mit Gott. Aber hier wird ausdrücklich erwähnt, der Paulus spricht also hier von einer Person des Heiligen Geistes, die selbstständig auch entscheidet und einen selbstständigen freien Willen hat. Und nichts anderes kann deutlicher auf seine Person hinweisen als die freie Willensausübung. Und das wird hier offensichtlich sehr besonders betont. Dann ist auch interessant, dass wir vielleicht ein Argument hier einwerfen können, einflechten können, dass der Heilige Geist, auch wenn eine Person ist, wenn eine selbstständige Person ist, dann müsste man ja auch eigentlich zu dem Heiligen Geist persönlich eine persönliche Beziehung haben und ihn auch persönlich ansprechen können und in einem Gebet ihn auch persönlich ansprechen können. Das ist aber für viele Christen, auch wenn sie an eine Person des Heiligen Geistes glauben, haben sie trotzdem ein Problem, den Heiligen Geist in einem Gebet persönlich anzusprechen. Das ist für viele Christen absolut fremd und es mutet auch fremd an, wenn da ein Prediger vielleicht irgendwo in einem Gottesdienst den Heiligen Geist in einem Gebet anspricht und mag der eine oder andere vielleicht auch bei mir sich gewundert haben, wenn ich da den Heiligen Geist auch persönlich in einem Gebet ansprich. Ich mache das auch nicht bei jedem Gebet und nicht immer. Es ist auch Tatsache so, dass wir im ganzen Neuen Testament kein einziges Gebet haben, in dem irgendwo der Heilige Geist persönlich angesprochen wird. Und das ist ein Grund für viele Christen, die nicht an die Person des Heiligen Geistes glauben, um damit zu beweisen, dass eben der Heilige Geist eben nicht angebetet werden soll, persönlich angesprochen werden soll. Aber es gibt doch eine Stelle in der Bibel und die ist aber eine sehr klare Stelle, dass man sie nicht übersehen dürfte, aus der man meines Erachtens also ganz deutlich ableiten kann, dass der Heilige Geist auch persönlich in einem Gebet angesprochen werden kann. Wir tun das ja auch in den üblichen Gottesdiensten, in den Liedern. Schaut euch einmal die Liederbücher durch. In allen Liederbüchern gibt es Lieder, die den Heiligen Geist zum Thema haben. Ein bekanntes Lied, O komm, du Geist der Wahrheit. Da spricht man den Heiligen Geist ganz direkt an. Wenn aber keine Person sei, dürfte sowas nicht existieren. Also das sollte uns bewusst sein. Und dieses Lied möglicherweise, O komm, du Geist der Wahrheit, lässt sich durch eine Stelle im Propheten Hesekiel klar bestätigen, dass das auch richtig ist, wenn man das so macht. Und zwar in Hesekiel Kapitel 37
haben wir hier tatsächlich sind wir hier mit der einzigen Stelle konfrontiert, und die finden wir hier, wo offensichtlich der Heilige Geist direkt in einem Gebet angesprochen wird. Und zwar bekommt der Prophet Hesekiel in einer Vision, wo er da diese Totengebeine sieht, ein Bild für den geistlichen Tod Israels, die wieder zu einer Erweckung gebracht werden sollten. Und da sollte der Prophet eine wesentliche Rolle spielen. Er sollte die Gemeinde zur Erweckung führen. Und da bekommt er von Gott eine Vision, wie das stattfinden sollte. Dieses Kapitel ist ein ganz wichtiges Kapitel, das wir uns sicher mal vielleicht in einem Studium extra anschauen können. Denn hier haben wir eindeutig einen göttlichen Plan verborgen, der zeigt, wie es zu einer richtigen Erweckung in der Gemeinde kommen sollte. Hier als Beispiel in Israel. Und da wird dem Prophet gesagt, im Vers 9, da spricht Gott zu ihm, und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem. Und Odem ist hier das Wort im Hebräischen, das ist das Wort Ruach, das im Neuen Testament mit Pneuma übersetzt wird, Pneuma, und das ist auch das Wort, das mit Geist übersetzt wird, oder eben mit Hauch oder mit Wind, und ja, Odem in dem Fall. Gemeint ist hier, das kann ja nicht irgendein Wind gemeint sein, dass man sagen, Wind, komm herzu, und man betet ja nicht zu einem Wind, sondern Gott sagt hier, so spricht Gott der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden. Das soll der Prophet sagen: Weissage du Menschenkind, und sprich zu Odem. So spricht Gott. Das heißt, im Namen Gottes soll er hier zum Odem sprechen: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Und eben, da musste er wohl zu diesem Odem gesprochen haben. Und was war die Reaktion? Im Vers 10, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Also offensichtlich hat der Prophet hier Gott gehorcht, indem er den Heiligen Geist, in dem er aufgerufen war, den Heiligen Geist direkt anzusprechen und ihn bitten zu kommen. Und die Reaktion war, dass das auch geschah und dass die Leute, die da tot lagen, dass die dann auch zum Leben erweckt wurden. Möglicherweise kann es sein, dass gerade ein Missverständnis oder ein Unverständnis über den Heiligen Geist dazu führen kann, dass wir den Heiligen Geist nicht in der Form, in dieser Stärke in uns so oft erleben können, wie es sein könnte, weil wir vielleicht auch ein unvollständiges Verständnis von ihm haben. Es ist auch eine Verheißung hier in Hesekiel, nicht? Wenn es heißt, schon im Alten Testament ist ja diese Verheißung gegeben. In Kapitel 36, Vers 26 haben wir einen Text: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben. Das ist genau das, was Jesus dann versprochen hat, was der Heilige Geist tun wird, den Jesus senden wird, dass er in uns sein wird. Das hätte hier schon in Israel genauso sein können. Und gerade Hesekiel ist es, der davon spricht. Und wie ich vorhin schon angekündigt, gerade im Propheten Hesekiel finden wir im Alten Testament so klare Stellen über den Heiligen Geist und so viele Stellen über den Heiligen Geist wie in keinem anderen Buch im Alten Testament. Und ich möchte euch einladen, dass wir da ein paar Stellen lesen in Hesekiel 3. Macht euch da selber Gedanken darüber, was hier ausgesagt ist über den Heiligen Geist, wie hier beschrieben wird. Und ich meine, dass hier Beschreibungen sind, die absolut den Heiligen Geist auch als eine Person beschreiben. Hesekiel 3, Vers 12, da heißt es: Und der Geist hob mich empor. Es ist wie wenn ihn da jemand angegriffen hätte. Das war kein Gedanke, keine Weisheit, die ihn emporgehoben hat, sondern er ist buchstäblich hochgehoben worden vom Heiligen Geist. Und ich hörte hinter mir ein Getöse wie von einem großen Erdbeben, als die Herrlichkeit des Herrn sich erhob von ihrem Ort. Und es war ein Rauschen von den Flügeln der Gestalten, die aneinander schlugen, und ein Rasseln der Räder neben ihnen wie das Getöse eines großen Erdbebens. Das ist dieser feurige Wagen, der schon im Kapitel 1 beschrieben wird, auf dem der Thron Gottes zu sehen war und dann, auf dem Gott dann auch saß.
Und jetzt hebt ihn der Geist empor. Und jetzt steht es im Vers 14 noch einmal. Da hob mich der Geist empor und führte mich weg. Und ich fuhr dahin im bitteren Grimm meines Geistes und die Hand des Herrn lag schwer auf mir. Also Hesekiel merkt richtig, wie er vom Geist des Herrn, wie er von einer Gestalt hier offensichtlich buchstäblich gepackt wird und weggeführt wird. Und dann geht es weiter im Vers 22. Und dort kam des Herrn Hand über mich und er sprach zu mir, mache dich auf und gehe hinaus in die Ebene, da will ich mit dir reden. Und ich machte mich auf und ging hinaus in die Ebene und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn. Also ein Hinweis, da ist irgendwo dort auf der Ebene die Herrlichkeit des Herrn, wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und dann heißt es, und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Und er redete mir und sprach zu mir, geh hin und schließ dich ein in dein Haus. Also der Hesekiel erlebt hier richtig, wie der Geist in ihn hineinkommt und wie er dann zu ihm redet. Also da wird der Geist personifiziert, als eine Person dargestellt, die hier auf eigenartige Art und Weise mit ihm kommuniziert und ihn trägt und ihn führt und ihn hochhebt. Eine ähnliche und vielleicht noch stärkere Aussage habt ihr hier in Hesekiel Kapitel 8, Vers 1 und 2. Da heißt es, und es begab sich im sechsten Jahr, am fünften Tage des sechsten Monats, ich saß in meinem Hause und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich und jetzt steht, und ich sah und siehe, da war eine Gestalt wie ein Mann. Ja, wer ist jetzt diese Gestalt wie ein Mann? Und abwärts von dem, was sie in seinen Hüften aussah, war es wie Feuer, aber oberhalb seiner Hüften war ein Glanz zu sehen wie blinkendes Kupfer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Da führte mich der Geist vor zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Und siehe, dort war die Herrlichkeit Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Also da habt ihr hier einen Mann, der seine Gestalt vor ihm erscheint, ja, und der ihn dann wegführt und wird hier berichtet, dass es der Geist war, der ihn da weggeführt hat. Gleichzeitig ist es aber diese Gestalt wie ein Mann. Und denn die Herrlichkeit des Herrn, Gott, der ist wieder dort auf diesem feurigen Wagen. Das heißt, dort, wo ihn, das sieht er hier, wo ihn der Geist hinführt, dort sieht er dann den Herrn. Also hier ist eindeutig von zwei Gestalten die Rede, die beide als göttliche Gestalt hier dargestellt werden. Oder in Kapitel 11 heißt es dann wieder, und der Geist hob mich empor und brachte mich zum Tor am Hause des Herrn, das gegen Osten liegt. Also auch hier, oder im Vers Kapitel 11, Vers 24, und der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldea zu den Weggeführten in einem Gesicht durch den Geist Gottes. Also das sind alles Aussagen, die ganz deutlich zeigen, dass hier der Geist Gottes da war, der den Hesekiel von einem Ort zum anderen führte, wo er dann die Herrlichkeit Gottes sah. Also der Heilige Geist war der, der den Propheten zu Gott führte, die Herrlichkeit Gottes schauen ließ. Und das ist genau das, was der Heilige Geist also auch im Neuen Testament macht. Er wird beauftragt, im Menschen zu sein und den Menschen zu Gott zu führen oder zu Jesus zu führen. Das wird hier in dieser Vision in ganz konkreter Darstellung dargebracht, so dass man sich fragen muss, wie ist es möglich gewesen, dass Juden, wenn sie dann diese Propheten im Alten Testament glauben, wenn sie richtig studiert haben, ein Problem damit hatten, den Heiligen Geist als eine Person zu sehen und nicht nur als eine Kraft. Und das ist dieselbe Frage, müsste man hier auch natürlich Christen stellen, die damit ein Problem haben. Also der Hesekiel ist ja ein Prophet, der ähnliche tiefe Einblicke in die göttlichen Dimensionen gesehen hat, wie sie auch der Johannes in der Offenbarung gesehen hat. Und ich möchte euch hier in diesem Thema noch abschließend gerade auf zwei besonders wichtige Stellen aufmerksam machen, aus denen ich immer wieder in den letzten Jahren
die Argumentation geführt hat, warum ich hundertprozentig glaube, dass der Heilige Geist eine Person wie Jesus Christus ist, also eine dritte Person neben Gott, wie Jesus eine zweite Person neben Gott ist. Und ihr erinnert euch, wir haben Jesus in der Offenbarung und auch im Alten Testament immer wieder unter dem Bild eines Engels beschrieben. Der Erzengel Michael oder einfach der Engel des Herrn oder in der Offenbarung ein anderer Engel, nicht? In Offenbarung 10 habe ich euch da aufmerksam gemacht, dass ihr dort das Thema mal anschauen sollt. Und dieser Engel, der da vom Himmel kommt, der war mit absolut göttlichen Attributen beschrieben wird, ist ja ein Bild für Jesus. Oder dieser Engel am Altar in Offenbarung Kapitel 8, Vers 3, ja, der da am Altar räuchert. Da haben wir auch gesagt, das ist eindeutig Jesus, Jesus als Engel, weil er von Gott gesandt wird, ein Bote Gottes, der von Gott gesandt wird. Und ich meine, dass die Offenbarung es erlaubt, nicht nur Jesus in der Offenbarung als Engel, als Gesandten Gottes zu sehen, sondern wenn auch der Heilige Geist ein Gesandter Gottes ist, dann sollte es uns nicht verwundern, dass wir vielleicht den Heiligen Geist auch irgendwo als Engel in dem Bild eines Engels erscheinen finden sollten. Ja? Und zwar in Offenbarung Kapitel 14, Vers 1 bis, na, Offenbarung 14, Vers 14 und 15. Da haben wir eine sehr interessante Stelle, die alle, die mich kennen, werden dieses Argument sicherlich schon kennen und auch für sich nachvollzogen haben. Da heißt es, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Es ist unbestritten, dass es sich hier um Jesus handelt, dass nur Jesus dieser Menschensohn sein kann, der hier auf dieser Wolke sitzt. Also er ist bereit wiederzukommen, er sitzt schon auf der Wolke. Und worauf wartet er hier? Im Vers 15 steht, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß. Schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Sehr bemerkenswert. Jesus auf der Wolke bekommt hier von einem Engel, der aus dem Tempel Gottes kam, mit großer Stimme den Auftrag, schlag an mit deiner Sichel. Jetzt wäre das eigentlich eine sehr verwunderliche Sache, wenn Jesus von einem Engel einen Befehl bekommt und ihm gesagt wird, was er tun soll, was er jetzt auf der Wolke tun soll. Das ist kaum möglich, dass das hier ein buchstäblicher Engel sein kann, denn nirgends in der Bibel wird uns gezeigt, dass ein Engel tatsächlich, außer als Jesus auf Erden war, ist er von Engeln bedient worden und haben Engel mit ihm auch gesprochen, im Gethsemane zum Beispiel und so weiter, haben wir solche Hinweise. Aber im Himmel, in der himmlischen Welt ist es wohl nicht möglich, dass Jesus von einem Engel einen Auftrag bekommt und besonders dann, wenn es darum geht, jetzt kannst du wiederkommen. Wenn in der Bibel ursprünglich steht, dass der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu weder den Engel noch dem Sohn noch dem Vater, also weder den Engel noch dem Sohn bekannt ist, sondern allein dem Vater. Also hier bekommt Jesus jedenfalls den Auftrag, wiederzukommen. Und ich glaube nicht, dass es so zu verstehen ist, dass Jesus bis dorthin noch nicht gewusst hat, wann er wiederkommen darf. Denn wir sehen Jesus hier schon auf der Wolke. Also ist er bereit und wartet nur mehr auf irgendeinen bestimmten Zeitpunkt, wo er dann mit dieser Wolke auf die Erde kommt. Und diese Wolke ist ja auch ein Bild für die gesamte Engelwelt, die auch mit ihm auf der Wolke sein wird. Aber dieser Engel, der aus dem Tempel kam nur jemand sein, der ein göttliches Wesen war. Denn nur Gott und Jesus miteinander können kommunizieren und nehmen einander Befehle an. So wie Jesus den Geist gesandt hat, als er in den Himmel hinaufgegangen ist, hat er dem Geist gesagt, so, jetzt kannst du gehen. Dann kam Jesus zurück und dann ist der Geist bei uns gewesen und jetzt hat der Geist sein Werk auf dieser Erde getan, zu dem er ja berufen war. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, was für ein Werk hat denn der Heilige Geist zu tun gehabt auf dieser Erde? Und
Der Apostel Paulus sagt uns ja im Epheserbrief, im Epheser gibt es einen Text, der ganz deutlich sagt, was die besondere Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Epheser Kapitel 4, Vers 30 ist ein Text, der etwas warnt und er sagt, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag eurer Erlösung. Also ein Hinweis, betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem seid ihr versiegelt auf den Tag der Erlösung. Niemand am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird, der nicht versiegelt ist, kann von Jesus geerntet werden, wenn er seine Sichel zur Ernte der Gläubigen anschlagt. Das heißt, aus dem Text können wir ganz klar schlussfolgern, dass der Heilige Geist der ist, der an der Versiegelung des Menschen arbeitet, der den Menschen zum Glauben führt. Eine ähnliche Aussage in Epheser 1, Vers 13, wo es heißt, in ihm seid auch ihr, da ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also der Heilige Geist ist der für dieses Werk der Versiegelung zuständig ist und das ist ein ganz wichtiges Werk. Versiegelung bedeutet, dass der Mensch hier zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und diese Erkenntnis der Wahrheit in sich aufnimmt und so fest in dieser Wahrheit steht, dass er nicht mehr gerüttelt werden kann. Das ist das, was Ellen White zu dem Thema Versiegelung sagt. Ein Stehen in der Wahrheit, dass man nicht mehr umgerüttelt werden kann. Und der Heilige Geist lehrt uns also in alle Wahrheit und auf seine Stimme sollten wir hören, ihn nicht betrüben. Wenn wir ihn ablehnen, dann betrüben wir ihn, dann begehen wir auch gleichzeitig die Sünde wider den Heiligen Geist. Und das ist ja auch letztendlich ein wichtiges Argument, wenn die Bibel sagt, dass die Sünde wider den Heiligen Geist eine größere Sünde ist, wie die Sünde gegen Jesus, die uns vergeben werden kann, auch die Sünde, wenn wir gegen den Vater sündigen, kann sie uns vergeben werden. Wenn wir gegen Jesus uns versündigen, kann sie uns vergeben werden. Aber wenn wir gegen den Heiligen Geist sündigen, wird sie uns nicht vergeben. Da muss man fragen, ja warum? Wie kann man das verstehen? Das hat damit zu tun, dass der Heilige Geist als Person die Aufgabe hat, den Menschen in alle Wahrheit zu führen. Und wenn ein Mensch gegen Jesus sündigt, wenn er Jesus flucht oder Gott flucht, dann wird die Stimme des Heiligen Geistes in ihm wirken. Und er wird ihn aufmerksam machen darauf. Und wenn der Mensch dann dieser Stimme nachgeht und sich bekehrt und das bereut, wird er Jesus um Vergebung bitten und wird er Gott um Vergebung bitten. Aber wenn er gegen den Heiligen Geist sündigt, dann heißt das, dann wird er sich von dieser Stimme, von dieser Wahrheit nicht überzeugen lassen. Dann flucht er Gott und lehnt die Gebote ab und glaubt nicht an ihm. Und merkt gar nicht, dass er damit die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen würde, dass der Heilige Geist sich dann letztendlich einmal ganz zurückziehen wird, wenn der Mensch ständig in Widerstand gegen ihn lebt. Und dieses Werk nennt die Bibel dieses Werk der Versiegelung. Das heißt, dass der Mensch zum Glauben kommt, dass er Gehorsam lernt und auch Jesus in sein Leben aufnimmt. Und dass er dann letztendlich versiegelt wird, das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist also der dann auch weiß, wann diese Versiegelung der 144.000 am Ende der Zeit abgeschlossen ist. Wann die Ernte für diese Endzeit, für das Kommen Jesu bereit ist. Und die Ernte bedeutet, das sind die Charaktere, das sind die Gläubigen reif, um entrückt zu werden. Und niemand anderer als der Heilige Geist kann wissen, wann dieser Zustand in den Menschen erreicht ist, in den Gläubigen, dass er sagen kann, der Mensch ist jetzt bereit und reif für die Entrückung. Und ich denke, dass das hier in Offenbarung 14, Vers 15, mit dem in Verbindung gebracht werden kann, dass dieser Engel offensichtlich die Information hat und weiß, dass jetzt die Erde reif ist. Und wenn das einer genau weiß, dann kann es besonders der Heilige Geist sein. Und der Heilige Geist in diesem Werk der Versiegelung erscheint uns auch in Kapitel 7 in der Offenbarung.
Und dort in dem Kapitel 7, da haben wir diese Geschichte von Vers 1 bis zum Vers 3, wo die vier Engel da an den vier Winden der Erde stehen und diese Winde halten und damit kein Wind über der Erde bläst. Und dann heißt es hier im Vers 2, und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne. Und hier könnte man wieder die Frage stellen, wer ist dieser Engel, der hier vom Aufgang der Sonne aufsteht? Es könnte Jesus sein oder könnte es auch der Heilige Geist sein? Der Vater kann es nicht sein. Ist es ein gewöhnlicher Engel? Wird auch schwer sein, denn dieser Engel befiehlt anderen vier Engel, die Winde zu halten. Und die Engel werden nicht von anderen Engeln kommandiert in solchen Fragen, in solchen wichtigen Themen, sondern Engel werden von Gott dirigiert. Und da ist hier offensichtlich dieser Engel, der wird auch definiert, er hat das Siegel des lebendigen Gottes in seiner Hand. Das heißt, das ist der Engel, der das Werk der Versiegelung führt. Das ist der Chef der Versiegelung. Und der befiehlt hier Engeln. Und wenn wir jetzt diese Texte gelesen haben, der Heilige Geist als der, der die Aufgabe hat, in dem Versiegelungswerk mit seinen Engeln zu wirken, dann kann das auch hier ein Bild sein, dieser Engel, dass wir ihn durchaus auch als ein Bild für den Heiligen Geist sehen können und ihn mit dem Heiligen Geist identifizieren können. Das wäre hier ein Beispiel, ein zweites Beispiel. Ich meine, dass wir auch ein drittes Beispiel haben. Alle guten Dinge sind drei. Und zwar in Offenbarung Kapitel 18 ein Text, der ebenfalls von einem Engel spricht, der herniederkommt vom Himmel, der große Macht hat. Offenbarung 18, Vers 1. Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde ward erleuchtet von seinem Glanz. Da haben wir wieder einen speziellen Engel, der die Erde mit seinem Glanz erleuchtet. Wer ist das? Wir haben als Adventgemeinde in diesem Engel immer dieses Bild für die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes gesehen. Denn nur durch die Ausgießung des Heiligen Geistes kann eine finstere Welt, Babylon, das zu einer Behausung der Teufel geworden ist, noch einmal richtig erleuchtet werden. Und deshalb sollte es auch hier kein Problem sein, dass wir diesen Engel auch in Verbindung bringen als ein Bild für den Heiligen Geist, der hier dieses Werk der letzten Erleuchtung durchführt, was ja auch wieder zur Versiegelung des Volkes führen sollte, das dann den lauten Ruf nach Babylon gibt und das Volk aus Babylon herausruft, geht aus von ihr mein Volk. All das. Wir haben also hier drei Stellen, die wir durchaus in Verbindung bringen können, als ein Bild für den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist mit einem Engel dargestellt wird, dann sollte eigentlich die Diskussion, ob der Heilige Geist eine Person ist oder nicht, vom Tisch sein. Hoffe, dass das überzeugend ist und dass die Argumente recht geführt sind, die wir hier haben. Ich möchte das jetzt noch mit ein paar Aussagen abschließend bestätigen. Ellen White, habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, hat ja viele Jahre seines Lebens, bis zum 70. Lebensjahr, selber eigentlich vorher noch nicht so richtig geglaubt, dass der Heilige Geist eine Person sei. Es gibt keine Aussage in ihrem ganzen Schrifttum, wo sie vor 1896 und 1898, so in dieser Zeit vorher, vom Heiligen Geist als eine buchstäbliche Person gesprochen hat. Aber nach 1896 und 1898 gibt es eine Fülle, eine Flut von Erklärungen. Ich könnte eine ganze seitenweise Texte zeigen, wo Ellen White von der Person des Heiligen Geistes gesprochen hat und von drei Personen der Gottheit. Hier ein Zitat aus Manuskript Kapitel 20. Und von diesem Zitat habe ich mir sogar handschriftlich von Ellen White eine Kopie schicken lassen, vom Ellen White Estate. 1906 ist das geschrieben worden. Und da sagt sie hier ganz konkret, der Heilige Geist ist eine Person, denn er zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit, sonst könnte er nicht unserem Geist und mit unserem Geist zeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Also er ist eine Person. Er ist eine Persönlichkeit und da sagt sie, er muss also eine göttliche Person sein, sonst könnte er nicht die Geheimnisse erforschen, die im Gedanken Gottes verborgen sind. Die Dinge Gottes erkennt kein Mensch, aber der Geist Gottes erkennt sie.
Also eine ganz klare Aussage. Oder in Evangelisation, Seite 615, 1905 geschrieben, 10 Jahre vor ihrem Tod. Da sagt sie, es gibt drei lebendige Personen in dem göttlichen Trio. Also klarer kann man das nicht zum Ausdruck bringen, von einem göttlichen Trio zu sprechen. Und jetzt kommt sie hier darauf zu sprechen, in dem Namen dieser drei großen Mächte, dieses göttlichen Trios, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, werden die getauft, die Christus im lebendigen Glauben annehmen. Und diese Mächte, merkt ihr, wie sie in Mehrzahl von Gott spricht hier, werden mit dem gehorsamen himmlischen Subjekten in ihren Anstrengungen ein neues Leben in Christus zu führen, zusammenwirken. Also eine ganz starke Aussage von Ellen White, wo auch dem Argument entgegnet wird, dass viele Leute glauben, dass man zu Ellen Whites Zeiten bei den Pionieren nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft hat, sondern nur im Namen Jesu. Und ich habe mit Personen darüber geredet, dass sie sagen, dass sie nicht glauben, dass Ellen White im Namen des Heiligen Geistes und im Namen des Vaters getauft worden ist, sondern so wie es in der Bibel eben steht, im Namen Jesu. Weil man sogar diese Matthäusstelle hinterfragt und meint, dass das eine spätere Hinzufügung gewesen sein sollte. So weit gehen Leute in der Argumentation, nur damit man nicht an den Heiligen Geist als eine Person glauben kann. Aber solche Aussagen, wie Sie jetzt vorgelesen haben, zeigen, dass Ellen White damals zu ihrer Zeit, für sie war es klar, 1905, dass man die Leute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft hat. Bibelkommentar 376, 1900 ist das geschrieben worden, im Jahre 1900 von Ellen White. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Kräfte, die unendlich und allwissend sind. Merkt ihr, hier spricht sie dann auch nicht nur vom Heiligen Geist als einer Kraft, sondern vom Vater und vom Sohn. Und da spricht sie von Kräften, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Kräfte, die unendlich, also ewig, von ohne Anfang, ohne Ende sind und allwissend sind. Nehmen die an, die mit Gott in eine Bundesbeziehung treten. Sie sind bei jeder Taufe gegenwärtig, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und nehmen die Täuflinge an, die der Welt entsagt und Christus in ihrem Seelentempel aufgenommen haben. Diese Täuflinge werden in die Familie Gottes aufgenommen und ihre Namen werden in das Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Also ihr merkt, Ellen White hat hier kein Problem, jetzt von dieser göttlichen Familie zu sprechen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gleichzeitig als Kräfte. Aber das bedeutet eben, wie sie die Personenhaftigkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zusammengestellt hat. In englischen Testimonies Band 6 auf Seite 91 kann man lesen, die eben bei Eintritt in ihr christliches Leben im dreifaltigen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, erklären öffentlich, dass sie den Dienst für Satan verlassen haben und Glieder der königlichen Familie geworden sind. Kinder des himmlischen Königs. Und ich denke, dass es keiner weiteren Beweisführung mehr bedarf, wenn man diese Stellen einfach wirklich ehrlich durchgeht und sie ernsthaft untersucht und auch darüber nachdenkt. Und ich könnte hier seitenweise von Ellen White solche Texte noch bringen, wo sie das deutlich macht, von diesem göttlichen Trio zu sprechen und vom Heiligen Geist als einer Person. Aber es sollte zunächst einmal reichen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir die Wahrheit der Bibel einfach so annehmen und dass wir bereit sind, auch uns von diesem Geist leiten zu lassen, mit diesem Geist Gemeinschaft zu haben und auch die Liebe dieses Geistes zu verstehen. Und die wird dann dadurch wachsen, wenn wir auch bereit sind, diese Botschaften, diese Wahrheiten, die er uns in seiner Liebe vermitteln möchte, dass wir sie auch annehmen können. Möge Gott uns helfen, dass wir dieses Thema in diesem Sinne verstehen können und dass wir damit, ja, so denke ich, jetzt auch einen guten Abschluss gefunden haben für diesen Themenkreis, den wir uns jetzt wirklich sehr genau angeschaut haben. Aber ich denke, dass wir in einer Zeit sind, wo gerade zu diesem Thema große Konflikte stattfinden unter Christen, aber auch in unseren eigenen Reihen. Und dass es wert ist, dass man diese Themen auch einmal klar darlegt. Wir hoffen, dass dass auch die bisher vielleicht anders gedacht haben, davon etwas abgewinnen können und vielleicht an diesem Thema weiterarbeiten. Niemand kann gezwungen werden,
etwas anderes zu glauben, als wovon er selber überzeugt ist. Es sollten Anstöße sein, die dazu dienen sollten, dass wir über dieses Thema einfach weiter vielleicht im Gespräch sind und zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Gut, wir sind nun nach 20 Themen an einen Punkt gekommen, wo wir mitten in der Ferienzeit sind und wir haben uns aufgrund von verschiedenen Umständen jetzt auch entschieden, dass wir bis Ende Juli mit diesen Themen jetzt unterbrechen, dass wir dann Anfang September mit diesen Themen wieder fortsetzen, mit dieser Gestaltung dieser Abende. Und ich hoffe, ihr könnt damit leben und dass ihr in der Ferienzeit natürlich nicht geistlich einschläft deshalb, sondern dass ihr euch trotzdem weiter beschäftigt. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, das war vielleicht auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt eine längere Pause. Wir haben jetzt eine neue Serie in Open More hineinbekommen. Ich habe davon gesprochen, dass wir in Deutschland Seminare gemacht haben, die dort auf Video aufgenommen worden sind. Und die stehen jetzt zur Verfügung. Sie werden ab Sonntag in Hope and More abzurufen sein. Und ich würde euch sehr empfehlen, diese Videos oder auch auf MP3 diese Themen dort anzuhören. Ich habe dort ein sehr zusammenhängendes, durchgehendes Seminar gemacht über Daniel 8, wo es um das kleine Horn geht, die ganze Thematik über die Reinigung und die Verunreinigung des Heiligtums. Und das, wie dieses Thema auch mit der Frage um die Erlösung durch den Tod Jesu in Verbindung gebracht wird. Also ein Thema, das man unbedingt einmal als Ganzes hören sollte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und auf diese Themen achtet und vielleicht jetzt in der Ferienzeit, wo wir jetzt diese Sendungen etwas ausfallen lassen, dass ihr euch damit den Abend, einen Bibelabend in der Woche mal gestaltet. Ein zweites Thema, das auch auf Videos abzurufen ist dann dort und auch diese Dinge können auch auf DVD bestellt werden in Deutschland. Also im Hope and More wird die Adresse sein, wo man das auch auf DVD und MP3 kaufen kann. Das zweite Thema, das ich dort gemacht habe, in einem ganz zusammenhängenden Rahmen, das ist das Thema Sündenfall, Erlösung, Erlösungsgeschichte, der ganze Erlösungsplan bis hin zum Kreuzestod Jesu und wie wir aus dieser ganzen Geschichte des Sündenfalls und der Erlösungsgeschichte im Alten Testament, die ganze Prophezeiungen der Erlösungsgeschichte, wie wir dort auch zu einem richtigen Schluss über die Erlösung durch das Kreuz und durch das Blut Jesu kommen können und wie wir das dort zu verstehen haben. Also dass auch dieses Thema im Hintergrund eigentlich auf diese Fragen antwortet, wie wir den Tod Jesu und die Erlösung durch das Kreuz Christi verstehen können und wo wir auch Fragen stellen und aufmerksam machen, wo es auch hier falsche Vorstellungen gibt. Also auch hier das Thema Erlösung und Sündenfall und Erlösung, eine Videoaufnahme, die dafür existiert und nehmt davon Gebrauch, versucht das für euch selbst einmal durchzuschauen und schaut, ob das was wäre, das ihr auch für andere zugänglich machen könnt, denn wir sollten ja die Wahrheiten, die uns klar geworden sind, nicht für uns behalten, sondern auch schauen, wie wir sie anderen weitergeben können. Gott segne euch darin und ja, lasst uns noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit, die du uns jetzt wieder geschenkt hast. Danke für die Möglichkeit, die wir hatten, dein Wort auf diese Weise zu verkündigen, bis jetzt über diesen Weg. Danke, dass du uns auch die Technik zur Verfügung gestellt hast. Segne auch diesen Abend, den wir heute dargestellt haben, über das Wirken und besonders das Wesen des Heiligen Geistes. Sei du selbst, Heiliger Geist, unser Lehrer. Und der Lehrer aller derer, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen und die auch mehr Klarheit darüber haben wollen. Gib, dass wir dadurch auch besser verstehen können, welche Wahrheiten du uns vermittelst und was du aus uns machen möchtest, dass du uns verwandelst in das Ebenbild Jesu Christi,
der in diese Welt gekommen ist, um als Mensch auf dieser Erde zu leben. Und du, Herr Jesus, hast uns verheißen, dass uns der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten wird und dass er uns das Ebenbild in uns gestalten möchte, dass du von uns erwartest, wenn wir einmal bei dir sein wollen und einmal bei diesen Menschen dabei sein wollen, die, wenn du wiederkommen wirst, in die Wolken des Himmels entrückt werden. Begleite uns, wenn wir jetzt in dieser Ferienzeit sind, jeden Einzelnen auf seinem Weg, und schütze und bewahre uns und lass uns Anfang September, wenn wir wieder vorhaben, die Sendungen weiterzuführen, dann wieder mit neuer Freude und erfüllt mit deinem Geiste diese Abende fortsetzen können. So hab Lob und Dank für alles in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich und hoffe, es war auch heute wieder etwas dabei, was euch wieder bewusster geworden ist, als es vielleicht bisher der Fall war. Und wir sehen uns dann am Anfang September wieder. Gott segne euch und behüte euch. Alles Gute. Amen.